Hallo Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Reise durch die Taktikaufgaben. Heute werden wir uns wieder und weiterhin mit Mattmotiven beschäftigen. Und wir sehen es hier schon, ja, das Zwei-Läufer-Matt, das kriegen wir hin, dass wir den König hier schön einsperren. Dass wir am Ende des Tages quasi mit zwei Läufern auf zwei Diagonalen hier wunderbar dem König die Luft wegnehmen. Ja, zack, Läufer E5, schönes Matt. So, ganz so einfach wird es nicht immer sein. Manchmal steht hier auch ein Läufer im Weg, aber wenn wir unsere Dame opfern, dann diese zwei Läufer haben. Wunderbar. Dieses Mattbild dürfte Bodensmatt heißen. Nämlich, wenn ein Läufer von rechts nach links strahlt und der andere quasi überkreuzt aus der Entfernung, zack, Bodensmatt. Und hier sehen wir, ja, der Läufer strahlt hier schon, das ist der erste. Der zweite wäre dieser Läufer hier. Also ist das Mattmotiv, die Dame zu opfern, diesen Bauern abzulenken. Zack, matt. So, hier haben wir den. Also muss der Läufer hier hin. Das geht, indem wir Dame opfern. Und zack. Und man, ein schönes Matt kommt nicht allzu oft vor, aber erkennt man meistens sofort. Palestra-Matt. Das ist natürlich so ähnlich, nur mit Dame und Läufer. Das arabische Matt. Oh, das ist ein Matt, das sehr, sehr häufig vorkommt. Nämlich gerade auch in Mittelspielen, wenn ein Springer auf F6 oder ein Turm auf F7 oder ein Turm auf der siebten Reihe im Allgemeinen auftaucht, dass wir dann den König, der hier im Eck steht, ja, der kommt schon nicht mehr raus. Und dann können wir den mit Turm A7 respektive Turm G8 ist beides, ja, weil der König quasi im Patt steht hier, ne? Der kommt hier nicht mehr raus und dann brauchen wir ein einfaches Schach und dann ist immer matt. Und das kann auch in allen Formen und Farben sein. Zack. Zack. Genau, wenn der den hier schlägt, ist Turm G8 matt und auf den ist eben Turm matt. Was haben wir hier? Oh, ah ja. Mhm. Und Turm und Springer matt. Cool. So. König eingesperrt, abgesperrt von der Turmlinie in der Ecke. Springer F7. Hier, ja, wollen wir Springer F2, aber der Turm stört. Dann tippe ich mal auf ein Opfer und dann ist hier matt. Ja, oder mit dem Läufer direkt matt setzen, auch kein Problem. So, was ist das hier? Ah, das Murphys Matt. Genau, wir geben hier einen Schach und dann mit dem Läufer. Ja, zack, Schach geben und der Turm ist wieder, schneidet den König ab. Ähnlich wie eben. Wir haben hier einen Läufer, hier den Turm. Hier Schach. So, wenn wir jetzt wegziehen, kann der Bauer zwischenziehen. Also entfernen wir diesen Bauern, denn wir geben ja mit dem Läufer Schach. Okay, das macht nichts. Und dann haben wir wieder Turm G7 und jetzt ist dieser Bauer nicht mehr da und jetzt können wir eben entsprechend hier auf der G-Linie weggeben. Ähnlich wie Murphys Matt eben. Ja? Und dann der König abgeschnitten. Wunderbar. Hier ist Pillsbury's Matt. Dass der Läufer einfach hier, gut, zusammen mit dem Turm, der den König hier an der Flucht hindert, einfach Turm G1 matt. Das ist so ähnlich wie eben, ne? Hier haben wir jede Menge Sachen drauf, auf den G7, aber der ist gedeckt. Okay. Ein weiteres schönes Motiv. Zunächst einmal der Schach. So, wenn wir jetzt Turm F7 spielen, so wie eben, wird die schachgebende Figur geschlagen. Hier kommt ein weiteres Motiv ins Spiel, nämlich Turm G8, weil es ein Doppelschach ist. Da muss jetzt quasi reagieren und mit dem Turm schlagen. Und dann kommt der zweite Turm und dann sehen wir, der Läufer hier verhindert die Flucht ins Eck. Und dann ist schnell matt. Okay, Damianus matt ist auch recht häufig und einfach, ja, ein Bauer unterstützt die Dame hier auf H7. Das
gibt es sicherlich in allen Formen und Farben, ob das ein Läufer oder ein Bauer ist. Am Ende wollen wir dann hier immer matt setzen. Das heißt, wir müssen einmal den Springer ablenken. So, schwarz am Zug. Dieser Bauer hier. Ja, und dann dieser, der Klassiker. Ne? Erst den Turm opfern, dann den nächsten Turm opfern. Jetzt ist die H-Linie für die Dame frei. Und das Feld H2. Jawohl. So, oder hier auf G7. Ja. Lolli ist matt. Okay, ja, warum nicht? Ja, so ein Sargnagel hier aufbauen und dann mit der Dame dahin gehen. Ja, zack, rot matt, kann er nicht verhindern. Ausführen. So, was denn hier? Dieser Bauer ist gut, hat hier Felder weg. Ist bei dem Turm E5. Ah, Turm H7, Dame H7, Turm H7, König H7. Und dann sehen wir, dass Läufer und Dame auf einer Linie sind. Wir können Dame H6 und Dame G7 spielen. Schluss. Oh. Jetzt hätte ich fast Dame H6 gespielt. Da muss man wieder aufpassen, ne? Aber wir können natürlich weiter Schach geben und dafür Opfer mal den Turm. Kein Problem. Schönes Matt. Ja, Freunde, die nächsten Mattbilder waren hoffentlich auch kein größeres Problem für euch. Ich sage besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.